1:1 endete das Auswärtsspiel des FC Hansa Rostock gegen die SG Sonnenhof Groß-Asbach. Und so reichte es am Ende wieder nur zu einem Punkt gegen einen direkten Kontrahenten. Trotz klarer Chancenvorteile des FC Hansa, vor allem in der ersten Halbzeit, reichte es vor 2.259 Zuschauern nur zu einem 1:1 Unentschieden. Das Tor der Rostocker durch Steven Ruprecht, hier noch einmal mit dem Kommentar des Hansa-Fanradios. Aber glaube ich sogar ein bisschen Glück auf Seiten des FC Hansa Rostock, weil Marcel Ziemer dabei, glaube ich, an die Hand gesprungen ist. Allerdings aus der Laufbewegung heraus, deswegen hat der Schiedsrichter das weiterlaufen lassen. Da waren die Asbacher eben einen ganz kurzen Augenblick irritiert und dann schaffte es Gehring, den Ball nicht voll in die Nähe zu stoppen. Jetzt aber der Ball kommt rein, aber dann sind die Asbacher erstmal zur Stelle und können klären. Da kommt der zweite Ball nochmal und jetzt ist es Ruprecht, Tor! Das hat er in der Hinrunde nicht geschafft, da hat er zwar gegen Bielefeld zweimal per Elfmeter getroffen und auch letzte Woche gegen Regensburg, aber ich glaube aus dem Spiel noch gar nicht in dieser Saison. Er hatte bislang drei Tore und die hat er alle tatsächlich vom Elfmeterpunkt erzielt, also das ist sein erstes Tor aus dem Spiel heraus und da, wo wir es ja auch eigentlich erwarten, wenn du einen Kerl hast, der 1,93 groß ist, nämlich mit dem Kopf und sogar ein bisschen... In den Medien gab es nach dem Spiel folgende Schlagzeilen. Rostock gibt möglichen Sieg noch aus der Hand, heißt es bei ndr.de. 3-liga.com überschreibt das Spiel mit der Schlagzeile Groß-Asbach trotzt Rostock einen Punkt ab. Hansa Rostock 2015 ungeschlagen und das gibt Hoffnung, titelt unser Medienpartner die NNN. dpa schreibt, glückliches 1:1 für Groß-Asbach im Duell gegen Rostock. Rühle rettet einen wichtigen Punkt. SG verschläft Halbzeit 1 und belohnt sich in Durchgang 2. Überschreibt die Website der SG Sonnenhof Groß-Asbach das Spiel gegen die Rostocker. Nach dem Spiel stellten sich Spieler und Trainer wie immer unseren Fragen. Ja, Dennis, ein Punkt hier in Groß-Asbach. Erste Halbzeit, total überlegen agiert. In der zweiten Halbzeit lief es nicht mehr ganz so rund. Was sagst du zu dem Punkt beim direkten Konkurrenten? Ja, wir sind hierher gekommen, um zu punkten. Letztendlich ist es nur ein Punkt geworden, aber damit sind wir auch hochzufrieden. Wir haben sehr gut gespielt, wir haben von der ersten Minute an Gas gegeben. Sie haben recht, in der zweiten Halbzeit war es ein bisschen lahmarschig von uns. Wir sind nicht wirklich gut aus der Kabine rausgekommen, aber trotzdem haben wir dann wieder nach ein paar Minuten uns gefangen, haben gut agiert, haben versucht aufs Zweite zu gehen. Haben unsere Torchancen leider nur nicht nutzen können und dann letztendlich fressen wir noch ein, aber es ist egal. Wir haben sehr gut gekämpft, wir müssen jetzt so weitermachen, verlieren dürfen wir auf jeden Fall nicht. Wie hast du die Situation vor dem Tor gesehen? Die Situation vor dem Gegentor, vor dem 1:1, da waren auf einmal zwei Bälle im Spiel und dann gab es Eckball statt Einwurf, also wir haben es gar nicht so richtig mitbekommen. Wie hast du es gesehen? Ja, das muss man noch mal ansehen, dann weiß ich auch nicht, das ging alles so schnell. Es fing mit einem Einwurf an, aber dann, ja, wie gesagt, das muss ich mir nochmal angucken. Auf jeden Fall habe ich nur gemerkt, da waren sehr viele Leute im 16er, wir haben versucht, den Ball zu klären. Und ja, dann haben wir es aber nicht hinbekommen und so mussten wir dann das Gegentor fressen. So, wir stehen unterm Strich gegen zwei direkte Konkurrenten, zwei Punkte. Auf der einen Seite sind wir 2015 noch ungeschlagen, auf der anderen Seite ist es vielleicht... ein bisschen wenig, oder? Auch nach den Spielverläufen, denn es war mehr drin. Ja, wenig kann man nicht sagen. Ich weiß, viele außen sagen, ja, wir müssen gerade gegen die engsten Konkurrenten. Aber für uns ist nur wichtig, wir müssen zurückdenken. So eine Spiele haben wir vor ein paar Monaten auch verloren. Und es zeigt einfach unser Teamgeist und dass wir an uns arbeiten. Und ich weiß, wir haben nicht so viel Zeit, aber wir versuchen Woche zu Woche alles abzurufen, um dann auch mal 3 Punkte zu ergattern. Und bisher sieht es ja ganz gut aus. Für uns ist nur wichtig, dass wir so weitermachen, dass wir die Hoffnung nicht verlieren. Und dann sehen wir, wo es am Ende landet. Nächste Woche kommt 1:5, der nächste direkte Konkurrent. Wieder Zeit mal für einen Heimsieg vor dem tollen Publikum im Ostseestadion. Ja, wir versuchen alles. Wir sind natürlich den Fans, die hier wieder mit angereist sind, dankbar, dass sie wieder so viele Kilometer auf sich aufgenommen haben und uns unterstützt haben. Und natürlich versuchen wir alles jetzt nächste Woche dann zu Hause mit 3 Punkten. So, Marcel, du hast dich gerade selber geärgert. Eigentlich kam heute ein Schuss aufs Tor, der war drin. Wie siehst du das Spiel insgesamt? Ja, natürlich ist es ärgerlich. Also ich sehe es so, dass wir das Spiel absolut dominiert haben. Wir haben in der ersten Halbzeit Riesenchancen gehabt, wo immer ein Quäntchen Glück auch gefehlt hat. Und es ist halt momentan so, das Ding, dass ich dann das Tor kriege, den haut er direkt oben schön in den Giebel rein. Und
gut, das heißt für uns weiterzuarbeiten und eben dann nächste Woche die Punkte zu holen. Stichwort Gegentor, da muss man nochmal drüber reden, denn wir konnten es gar nicht genau verstehen. Ich habe eigentlich auf den Ball auf Höhe der Mittellinie geguckt, auf einmal gibt es Ecke für Groß Asbach. Vielleicht kannst du nochmal schildern, wie du die Situation gesehen hast. Ja, das war einfach, der Ball ist 20 Meter weiter vor ihm aus gewesen. Und für mich ist es dann noch so, dass der Schiri, die Groß Asbacher natürlich gerne auch verstehen wollen, das Spiel schnell machen. Aber da heißt es eben mal, das Schiedsrichter, dass man das Ding zurückpfeift. So, und so kommen wir erst in die Bredouille und kriegen halt nachher dieses unglückliche Gegentor. Ist passiert, kann man jetzt leider nicht mehr ändern. Sehr ärgerlich. Fazit jetzt nach den beiden Spielen gegen die direkten Konkurrenten. 2 Punkte, zu wenig oder kann man einfach auf den eigentlich auch guten Leistungen aufbauen? Erstens mal kann man auf die sehr gute Leistung aufbauen. Ne? In beiden Spielen, eigentlich in allen 3 Spielen. Und wir haben jetzt in 3 Spielen 5 Punkte geholt. Und ich finde, das ist ein guter Start. So, und jetzt am Wochenende gegen Mainz geht es eben darum, wieder zu probieren, 3 Punkte zu holen. Und dann stehen wir gut da. Vielleicht jetzt nach 5 Wochen, die du in Rostock bist, 4 Wochen? 3. Ein kleines Zwischenfazit, was den Verein an sich angeht, auch das Umfeld und die sportliche Situation? Ja, ich glaube, das hat man heute auch wieder gesehen, die ganze Unterstützung, wie sie da ist. Es war unglaublich. Also die ganze Zeit haben uns die Fans nach vorne gepeitscht und genauso die Leute zu Hause, die dann vorm Radio sitzen und sich die Sachen anhören. Das ist halt einfach, und genau das brauchen wir. Weil das ist Abschiedskampf, da muss halt jeder eben zusammenstehen und das sieht man auch auf dem Platz, dass wir zusammenstehen. So, und dieses gewisse Quäntchen Glück, da werden wir uns erarbeiten und erkämpfen und dann werden wir am Ende der Saison über dem Strich stehen. Ja, wir drücken der Mannschaft und auch dir die Daumen. Und vielleicht kannst du gegen Mainz ja dann einfach so ein Spiel mal gewinnen, wenn du die Chance hast, so ein unmögliches Ding zu halten. Ja, Marco Kofler, 2 Spiele für Hansa, 2 Punkte mit Hansa, 2 gelbe Karten auf deinem Konto. Wie ist dein Fazit und dein erster Eindruck vom FC Hansa Rostock? Wir haben natürlich einen super Verein. Ich bin froh, dass ich hier gelandet bin. Ja, die heutige Ausbeute war klar zu wenig. Wir hatten mehr vom Spiel, mehr Chancen. Der Gegner schoss, glaube ich, 1 oder 2 Mal aufs Tor. Das Ding war drin und ja. Natürlich ungeschlagen im Frühjahr kann man sehen lassen, aber wenn man die Spiele so Revue passieren lässt, hätten wir uns eigentlich mehr Punkte verdient gehabt. Eher ein Punkt Verlust als ein Punkt Gewinn, haben wir auch so gesehen. Wie erklärst du dir den zeitweiligen Leistungseinbruch oder die Einstellung des Anfangs der zweiten Halbzeit? Ja, natürlich, zweite Halbzeit sind wir schlecht in die Partie gekommen. Ich finde, wir standen zu tief, ließen dem Gegner viel zu viel Platz und ja, trotzdem haben wir im Endeffekt keine Chance zugelassen, aber ja, dann machen sie so ein Ding rein und ja, man fährt jetzt 10 Stunden nach Hause mit einem mulmigen oder schlechten Gefühl. Wenn du die Mannschaft jetzt siehst, du hast ja ein bisschen kennengelernt, kannst du dir eigentlich vorstellen, dass Hansa sich de facto aktuell im Abstiegskampf befindet? Denn die Leistungen spiegeln das ja aktuell gar nicht unbedingt wider. Nee, jetzt zur Zeit muss ich sagen, habe ich ein sehr positives Bild von der Mannschaft. Ich bin gut aufgenommen worden. Die Jungs sind eine hungrige Truppe, die sich immer verbessern will, die immer reinhaut, die, ich glaube, man sieht es auch, die kämpft am Platz und fightet und alles gibt für den Verein. Und ja, leider hat es heute nicht zu 3 Punkten gereicht, sondern nur zu einem. Hatte die 2 gelben Karten schon angesprochen. Bewegst du dich mit deiner Spielweise vielleicht auf deiner Position auch immer so auf einem schmalen Grat? Oder kannst du dich da zurücknehmen, wenn du mal verwarnt bist, dass du keine Gefahr läufst, vom Platz gestellt zu werden? Ja, natürlich hat man als Sechser im Mittelfeld viele Zweikämpfe. Heute war es ja eher eine dumme gelbe Karte, weil wir beide, die beiden Sechser, zu hoch gestanden sind und viel Platz vor der Abwehr gelassen haben, war eine gefährliche Situation. Ich dachte, ich muss ihn zurückreißen, sonst fahren wir einen Konter. Ja, natürlich kann man die eine oder andere gelbe Karte verhindern, aber ja, das ist mein Spiel. Ich will eigentlich keine gelbe Karte und kein grobes Foul machen, aber ja, es gehört dazu zum Fußball. Nächste Woche kommt Mainz 05, dein drittes Spiel, der dritte direkte Konkurrent im Abstiegskampf. Ist das für Hansa fast schon ein Pflichtsieg, nachdem es jetzt 2 Unentschieden gab? Ja, vom Pflichtsieg möchte ich nicht sprechen, weil das kann man vornehin eigentlich nicht sagen. Wir probieren wieder alles. Natürlich wäre ein Dreier super, man käme ein bisschen raus, man hätte mehr Luft, aber ja, es sind noch genug Runden zu spielen. Ich glaube, wenn wir so weiterspielen, mache ich mir keine Sorgen. 2 abschließende Fragen noch. Was sagst du zu dem Support, auch hier auswärts und auch letzte Woche schon vor heimischem Publikum? Wie schätzt du die Hansa-Fans ein? Wie hast du sie bisher erlebt? Ja, die Fans sind verrückt, im positiven Sinne verrückt. Ja, die fahren auch 10 Stunden hier runter, ich weiß nicht, wie viele Leute, sicher über 1000 Leute, und supporten und unterstützen uns einfach Weltklasse, auch im Stadion. Was Gänsehaut pur für mich, das erste Mal, das war ich nicht gewohnt, dass alle stehen und alle mitsingen, die Hymne Hansa Forever, glaube ich, heißt sie, ja. Dann eine letzte Frage, dann darfst du in den Bus. Spielst du jetzt dritte Liga in Deutschland, davor war es die zweite Liga in Österreich, richtig? Ist da ein großer Unterschied oder würdest du sagen, das ist ungefähr auf einem Level? Ja, was ich so mitbekommen habe, ist eigentlich dasselbe Level. Natürlich sind in Deutschland viele großgewachsene Spieler, was sehr auffällig ist. Es wird sehr körperbetont gespielt und robust. Und
ja, mehr lange Bälle spielt man hier und ja, mehr Zweikämpfe und mehr auf das Körperliche kommt es an. Das ist der Unterschied, sonst eigentlich recht gleich. Ja, Herr Baumann, 1:1 in Groß-Asbach beim direkten Konkurrenten. Man kann vielleicht sagen, erste Halbzeit, Note 1,5, da hat eigentlich nur das zweite Tor gefehlt. Hansa hatte alles im Griff. Zweite Halbzeit, ein kleiner Leistungseinbruch. Lag es vielleicht daran, dass die Mannschaft zu lange gebraucht hat, um sich auf die neue personelle Situation beim Gegner einzustellen und auch auf die aggressivere Spielweise? Na, ich glaube, wir sollten die Fehler wirklich bei uns suchen und ich bin der Meinung, dass wir einfach passiver geworden sind. Dass wir versucht haben, obwohl wir es nicht wollten, das Ergebnis vielleicht zu verwalten. Wir hätten weiter so aggressiv draufschieben müssen, wie wir es in der ersten Halbzeit getan haben. Wir sind immer einen Tick zu spät gekommen und ja, das hat den Gegner stark gemacht und letztendlich auch dazu geführt, dass sie noch mehr riskiert haben und dann für ihr Risiko auch belohnt wurden. Dennoch hatte Groß-Asbach eigentlich nur eine richtige Torschance, abgesehen von dem Weitschuss kurz nach der Pause. Wieso ärgern Sie sich darüber, jetzt gegen Regensburg und Groß-Asbach doch nur 2 statt 6 oder so 4 mögliche Punkte geholt zu haben? Ja, also 6 Punkte wären auf jeden Fall drin gewesen gegen beide Mannschaften. Und heute war es ähnlich wie gegen Regensburg. Regensburg hat, glaube ich, auch nur 3-mal aufs Tor geschossen und hat 2 gemacht. Und wir brauchen da jetzt nicht groß drum rumreden. Wir haben alles selber in der Hand. Und wenn wir konsequent unser Spiel durchziehen, dann werden wir auch punkten. Und heute ist es ganz einfach nur schade, dass wir uns nicht für den guten, korrigierten Auftritt in der ersten Halbzeit belohnt haben mit einem Dreier. Kleines Zwischenfazit kann man jetzt nach 3 Spielen 2015 vielleicht ziehen. Hansa ist ungeschlagen, ist gut aufgetreten, hat aber dann doch Punkte liegen lassen. Wie zufrieden sind Sie mit dem Start jetzt an sich? Ja, punktemäßig hätte ich mir sicherlich ein bisschen mehr erhofft. Das ist ganz klar, gerade wie die Spiele gelaufen sind. Aber mir war vor allen Dingen wichtig, dass wir als Mannschaft gut auftreten, kompakt auftreten, aggressiv auftreten. Das haben wir 5 Halbzeiten geschafft und eine Halbzeit nicht. Und da müssen wir die Jungs daran erinnern, dass wenn jeder ein paar Prozentpunkte weniger gibt, dass es dann am Ende nicht reichen wird. Und wir müssen von der ersten bis zur letzten Minute müssen wir Vollgas geben und unser Spiel durchziehen. Jetzt kommt Mainz 05, wieder ein direkter Konkurrent. Würden Sie da jetzt aufgrund der letzten beiden Spiele fast schon von einem Pflichtsieg sprechen oder wollen Sie die Mannschaft gar nicht so unter Druck setzen? Ja, wir spielen zu Hause, wir spielen gegen einen direkten Konkurrenten. Wir wollen das Ding gewinnen und wir haben gezeigt, dass wir das Zeug dazu haben, diese Spiele zu gewinnen. Und wir werden da alles dran setzen und wir werden nicht drüber reden, was passieren könnte, wenn oder wenn nicht, sondern aufs Spiel fokussieren, auf Mainz gut vorbereiten, sich selber gut vorbereiten in der Woche und dann alles raushauen, was geht und dann gucken, was am Ende dabei rauskommt. Vielleicht nochmal zurück zum Spiel heute. Man muss über die Situation vor dem 1:1 sprechen. Da gab es dann Ecke für Groß-Asbach, obwohl eigentlich 2 Bälle auf dem Spielfeld waren. Wie haben Sie das gesehen? Wir konnten es gar nicht genauso erkennen, aber wir haben auch schon von Spielern gehört, da waren tatsächlich 2 Bälle im Spiel. Ja, das war, ich glaube, der Mikko Sumusalo, der schlägt den Ball raus hinten, der ist dann irgendwie im Aus, ist dann aber wieder auf dem Feld und ein anderer zweiter Ball wird dann ins Spiel gebracht, auch viel zu weit vorne. Das war sicherlich nicht regelgerecht, aber da müssen wir auch ganz einfach schneller schalten. Aber bitter ist natürlich, dass wir dann in der Situation, wo wir den Eckball abwehren, wo der nochmal reingeschlagen wird, dass wir da nicht konsequent genug sind. War das dann vielleicht nach diesem Schock des 1:1 mit der Einwechslung von Robin Krause auch so ein Zeichen, bloß nicht verlieren, wenigstens den einen Punkt mitnehmen in der letzten Viertelstunde? Na, wir mussten natürlich aufpassen bei solchen Spielen, wenn der Gegner dann Oberwasser hat. Dann kannst du ganz schnell auch nochmal den zweiten Gegentreffer kassieren. Aber wir wollten nicht hinten dicht machen oder so, sondern Robin ist einer, der sich reinhaut, der auch Akzente nach vorne setzen kann und der die Seite zumacht. Und heute war auf dem Boden sowieso nicht viel mit Fußballspielen und so, dass wir und auch die anderen natürlich viel mit langen Bällen operiert haben. Und wir hatten einfach ein gutes Zutrauen zu ihm, weil er auch im letzten Spiel gegen Regensburg auch eine vernünftige Leistung gebracht hat. Festzuhalten bleibt Hansa, bleibt ungeschlagen. Jetzt muss er einfach wieder mit dem Dreier klappen. Viel Erfolg dafür und gute Heimfahrt. Danke. Am 16. Spieltag in der A-Junioren-Bundesliga Nord-Nordost verloren unsere Jungs zu Hause gegen den VfL Wolfsburg mit 1:2. Zwar ging der FC Hansa in der 33. Spielminute durch Max Kretschmer in Führung, doch konnten die Wolfsburger durch 2 verwandelte Elfmeter in der 53. und 81. Spielminute die 3 Punkte am Ende mit nach Hause nehmen. Damit belegen die Rostocker weiterhin den 10. Tabellenplatz.
Mehr Grund zur Freude gab es für die B-Junioren. In der Regionalliga gewann der FC Hansa beim FC Viktoria Berlin mit 3:2. Unsere Profimannschaft trifft an diesem Sonnabend um 14 Uhr zu Hause auf die zweite Vertretung des ersten FSV Mainz 05. Wie immer geht's natürlich am besten mit euch. Also sichert euch eure Karte und unterstützt unser Team.